Damit herzlich willkommen zum ETS um Multiplayer mit dem Randy, bitte. Mit dem Randy, bitte oder Mitte? Bitte. Bitte, hallo. Weil du gerade gesagt hast, bitte. Danke, danke, Klicky. Bitte. Bitte. Danke. bitte. Ja, bitte, ja, Sonntag. So ein Scheiß, ich muss wieder vorbereiten. Das weißt du ja jetzt noch nicht. Ach, na, nach Sonntag kommt der Montag, ist auch nicht viel besser. Ja, stimmt auch noch. Ah ja, naja, wie es wohl aussieht. Ja, wir sind ja immer noch in der Vergangenheit. Eigentlich, was sag ich jetzt, Blödsinn? Ne, eigentlich ist ja Dreamhack-Zeit. Und eigentlich sollten wir ja auch gestern euch getroffen haben. Jedenfalls die da waren oder da sind oder da gekommen sind. Aber ich kann noch nicht viel darüber erzählen, weil erstens war es noch nicht. Deswegen habe ich bis dato immer noch keine Info, wie das jetzt mit uns nur aussieht. Das ist so ein bisschen, naja, ich weiß auch nicht. Kann man zufrieden sein, dass Leipzig gleich um die Ecke ist. Dass man das so relativ spontan machen könnte. Aber naja, schauen wir mal, wie das so aussieht. Oh, hoffentlich ist das Wetter nicht so scheiße. Krieg ich ja Kotzkrampf. Es gibt ja Hallen. Ja, wohl wahr, aber mit den Verkehrsmitteln, wenn beispielsweise du keine Zeit hast, mit entweder, klar, mache ich dann mit Tino. Oder ich fahre halt mit der Deutschen Bahn, aber bei so einem Wetter, wo ich letzte Woche Freitag zur Oma bin, Vorsicht, Abzocker. Wo ich letzte Woche Freitag zur Oma bin, habe schon meinen Zug genommen. Und da habe ich schon extra über den DB-Navigator auf dem Tablet geguckt, ja, alles kein Problem, ne? Keine Verspätung, gar nicht. Plus null. Bin da schon ein bisschen pünktlicher zum Bahnhof gegangen. Und ja, was lese ich? Ja, Zug hat voraussichtlich 10 Minuten Verspätung. Ja. Also 10 Minuten wurden dann 20. Und es war eigentlich nicht, es war halt einfach nur Frost und kalt. Ja, und das ist für die Deutsche Bahn schon ein Problem. Ja, wegen der Oberleitung. Dort sind meine schönen Dieselloge einsetzen. Ja, also da lag zu dem Zeitpunkt lag noch Kirchschnee, es ging ja erst am Samstag los. Also pff, das ist dann, ja. Da siehst du dann schon, wenn dann noch so Schnee fällt wie hier, ich will nicht wissen, wie die Zugverbindung im Erzgebirge immer aussieht. Also, die haben da so eine Lok mit Schiebeschild, die fährt vorne weg. Die macht die Bahn frei, ja. Aber das ist ja dort, das ist ja jetzt nicht so, wie man sagen kann, alles klar, damit ist das Problem bei der Deutschen Bahn gelöst. Nee, das nicht, aber du kannst trotzdem, von dir aus dauert es ja nicht lang, mit der Bahn bis hoch. Deswegen, ja. Selbst wenn die mal eine Stunde Verspätung hat, geht es ja nicht, dass du einen Tag später ankommst. Wenn du jetzt irgendwo von Stuttgart aus fahren würdest, dann wäre das ja eine ganz andere Sache. Wenn da jede Bahn, wenn du dreimal umsteigen musst. Jede Bahn hat Verspätung, oder? Ja, oder du kriegst, weil du eine Verspätung hattest, deinen Anschlusszug nicht. Du musst auf den nächsten 2 Stunden warten, das ist ja auch blöd. Was hatte ich gehabt? Das allererste Gamescom 2013, da bin ich ja mit dem Zug gefahren. Ja, da bist du ja immer über Berlin gefahren. Ja. Also das kann man echt sagen. Ja, also ich möchte eigentlich in den Westen. Ja, fahr ja. Erstmal in den Norden, weil ab da einfach der Bahn nur berg runter. Genau. War einfacher. Es war halt damals so halt hoch, musste ja nach Berlin. Ja, hast du deinen Kollegen getroffen? Genau, die Zugtickets übergeben, deswegen bleibt mir da nichts anderes übrig. Ja, das war ja früh, 5.39 Uhr, da losgedüselt, fährst du 3 oder 4 Stationen bis Markkleeberg. Mit Markkleeberg und dann die Durchsage. Ja, unser Zug, der muss jetzt erstmal stehen bleiben aufgrund eines technischen Defekts. Bin in den nächsten einsteigen. So bis 3, 4 Stationen gefahren, da standst du schon mal wieder. Dann kam sie zu spät in Leipzig am Hauptbahnhof an, weil der Zug der ICE nach Berlin dann natürlich schon weg war. Bloß da bist du noch in so einen Zug dann reingeraten, ne, klar dann 5.30 Uhr, also ne, Pendlerverkehr im Endeffekt schon. Die Leute, die arbeiten müssen, alles voll wie Sau um die Uhrzeit. Ja, dann schon mal Leipzig dann, der erste ICE nach Berlin natürlich weg. War schon top, dann glaube ich eine Stunde gewartet oder so, bis der nächste ICE kam. Der war dann auch relativ 2 Stunden, glaube ich, da oben. Nicht mal 2 Stunden. Das geht dann relativ schnell. War dann erstmal in Berlin oben, dann die Scheiße wieder und dann mit dem ICE, der auch aufgrund eines technischen Problems halt nur den kompletten zweiten Triebwagen nicht dabei hatte, also das komplette zweite Abteil nicht dabei hatte. Und das ist schon mal absolut überfüllt wie Sau. Erste Klasse reserviert mit Dings, konntest du halt auch vergessen. Müsstest du halt erstmal 3 Stunden bis Magdeburg nicht. Bis Hannover, glaube ich. Bis Hannover erstmal stehen.
Oder, ja doch, Hannover war das, glaube ich, irgendwo da. Ja. Da musstest du da erstmal stehen. Dann bist du wieder umgesetzt worden in den IC. Und mit dem IC dann die restliche Strecke, keine Ahnung, wie lange das noch wieder war, mit dem IC dann nach Köln Hauptbahnhof. Dann, glaube ich, mit 2 Stunden oder so Verspätung. Wahnsinn. Na, ob du hast irgendwo zwischendrin den McDonald's gefunden? Ne. Tut mir leid. Ja. Das war eine Fahrt außer das gleiche. Da den auch immer mit der Deutschen Bahn nie wieder. So, dann hat die Gamescom da halt gemacht. Hurra, hurra. Und dann Samstagabend. War viel entspannter, wie wenn du die mit mir machst, oder? Nee. Ach klar. Und nicht mal ansatzweise. Alleine diese ganze Hingefahrerei und alles. Das war ein Sackgang. Das war ja dann, da waren wir ja damals noch das erste Mal schon bei André, also bei WizzGames halt gebannt. Links rum, wie es aussieht, ja. Und alles, mal war, da war ja alles schickibicki, aber klar, dann halt früh von dort aus mit der Regiobahn, beziehungsweise mit der Stadtbahn, die dann halt fährt, ne? Von dort aus, weil das ist halt so ein Vorort gewesen von Köln. Erst dort noch, keine Ahnung, 6 Stationen mit der Kölner Innenstadt. Dann bist du halt Deutz-Bahnhof, also am Hauptbahnhof der Deutzer Dings da wird dann gleich die Gamescom ist. Dann dort auch wieder zurück, dann wird er dahin, dann wird er da noch hinlatschen, wo sie wohnen. Und alles und Ritratralala. Ja, und dann halt im Endeffekt dann Samstagabend, 17 Uhr, Bahnhof eingestiegen und dann irgendwann Sonntag früh daheim irgendwann um 2 oder um 3 gewesen. Ne? Das ist, weil dann erst glaube ich wieder bis Hannover oder irgendwas oder keine Ahnung, was das für eine Ecke war, da umsteigen auf eine Rego Express, wo ich dann auf einmal irgendwo in Sachsen-Anhalt war oder so, keine Ahnung. Und dann irgendwann halt wieder nach Leipzig, naja. Ey, das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Das hatte, nö, da war dann die Gamescom, wo du dann das erste Mal mit dabei warst, also sprich die 2014er, das war ein Segen. Also, und auch die letztes Jahr war ja auch ganz schnieke. Das ist dann immer cool. Klar, hocken wir da auch 5 Stunden im Auto, aber... Ey, du hast doch nicht dieselbe Firma wie ich. Scheinbar schon. Ich muss hier hin. Bei dir stand doch ein ganz anderes Ziel. Ich hatte doch nur Postbeat. Wer weiß. Der zeigt's mir hier an. Wie viel war da? Guck nochmal, wie viele Tonnen du hattest. 16? 16 Tonnen, ja. Wie viel drin steht? Und Level up! Level up! Level 49, König auf the Street. So, Rückwärtsgang raus, ich muss noch gegen Hänger bohren. Dein Hänger ist bei mir weg. Ja, ich weiß. Aber bei mir steht er noch, oder? Ich sehe es gerade gar nicht, es ist viel zu dunkel. Ach, der Steinscheißgepiepe hat ich gedacht, ich habe Rückwärtsgang dran. Ich habe das ja bei mir ausgeschaltet, meiner steht noch drin. Ich fährst halt jetzt in meinen Geschmack rein. Hm? Aber deiner steht halt falsch. Das steht original richtig, Junge. Ja, ne. Meiner ist ja enorm, sonst hätte er sie ja nicht angenommen. Ein Auftrag ist nur etwas wert, wenn er gut erledigt wird, wahrscheinlich. Errungenschaft. Also. War das jetzt scheiße? War das jetzt Gefahrgut? Ich wollte gucken. Ich glaube nicht, ne? Ich hatte dieses komische Fett. Ja, ne, ich auch. Das war kein Gefahrgut. Hoppala, da kommen Zahlen. Wahnsinn! Wo willst du denn jetzt hin? Du musst ja erstmal einen Auftrag gucken. Vielleicht ja, ist ich will erstmal hier vorne hin, danke. Einfach nur erstmal hier vorne hin, beziehungsweise muss ich eher erstmal kurz was hier noch machen. Was haben wir denn jetzt hier überhaupt an Kohlen? Ich fahr erstmal, wir fahren erstmal hier zur Werkstatt. Wenn ich jetzt mal die Innenansicht finden würde, danke. So, die Werkstatt scheint irgendwo hier drüben zu sein. Kommt hier was? Ne, gut. So, gibt nämlich auch noch Strecken, die habe ich gar nicht aufgedeckt. Die hier zum Beispiel. Oh, bin ich schon gefahren. So, dann geht's jetzt glaube ich hier links, wenn ich das richtig anstelle. Ich bin ja aus oben noch nicht gefahren. Ist da hinten eine Brücke? Genau, ne. Ne, stimmt nicht. So, und dann da vorne wieder rechts und dann haben wir es. So, gut. Dum, dum,
Nö, da kommst du eigentlich daraus, wo du rauskommst. Also, warte mal, da ist was. Was ich auch noch nicht entdeckt habe. Was ist das? Ah, Jobsender. Geil. Ja. Solche kleinen Parkplätze da. Ja doch. Also mehr bis 60 geht ja nicht. Bitch TV. Wahnsinn. Ja, nur 3,7 Schaden, das geht. So, was haben wir was? Hier jetzt? 300 Euro Schaden. Sparky Mark. Ach, Alter, da muss ich ja nicht hier rein. Alter, muss ich war aber hier mal ganz kurz schlafen. Mal gucken, wie viel ich dein Geld öffnen kann überhaupt. Hier gibt's gar keinen Lackierer. Boah. Nö. Nicht? Wer? Erwartung und Ausrüstung? Jo, dann gibt's ja keinen. Komm mal eine Weile zur Ruhe. Kommst mal eine Weile zur Ruhe. Gott, da läuft's durch. 6,6 Millionen habe ich jetzt. Ich muss mich ja mit meinen 200.000 begnügen. Du fährst doch ständig Aufträge. Ich verstehe nicht, was du machst. Ich war doch der, der durch die Luft geflogen ist. Ja, ja. Wahnsinn. Aber da heute zum Sonntag machen wir mal eine etwas minimal kürzere Folge. Deswegen sagt der Klicki das Wort zum Sonntag. Ja. Wir danken wie besessen für dieses tolle Fressen. Genau. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Wochenstart und wir sehen uns dann morgen wieder. Genau. Lülü. Tschüss.